Hallöchen, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute am Buchmesse Samstag, wenn man ja so möchte. Ja, heute ist die Leipziger Buchmesse, beziehungsweise ja dann schon seit Donnerstag, wenn ich jetzt mit der Zukunftssteffi spreche. Und ich werde heute auf jeden Fall auch noch auf der Messe sein, auch morgen. Heute am Samstag gibt es ja um 13 Uhr auch das Blogger, YouTuber, Zuschauer, Autorentreffen. Solltet ihr das Video vorher sozusagen sehen und noch spontan Lust haben, nach Leipzig zu kommen, dann um 13 Uhr an der Messebuchhandlung. Ich freue mich mega auf die Leipziger Buchmesse, das muss ich einfach so sagen. Ich habe ein paar Termine geplant, möchte aber auch wirklich diesmal ein bisschen entspannter über die Messe gehen und mache mir da jetzt auch einfach gar keinen Terminstress. Ich möchte Begegnungen haben mit anderen YouTuber, mit Zuschauern, mit Autoren. Ich habe auch wieder den ein oder anderen Verlagstermin, um Verlagsmitarbeiter kennenzulernen oder das Kennenlernen auch aufzufrischen, und ich freue mich da echt sehr drauf. Und ich freue mich auch auf Samstag, wo wir ein bisschen Sightseeing machen wollen, um auch einfach mal was anderes von Leipzig zu sehen und ein bisschen Shopping und einfach ein bisschen auch die Seele baumeln lassen, weil ich glaube, 3 Tage Messe, das könnte sonst auch schon ganz schön heftig enden, und ich bin ganz froh, dass wir das ein bisschen entspannter einfach angehen und auch, dass ich mich gefühlt an meinen Vorsatz bis jetzt gut gehalten habe, wirklich nur so 3 Termine am Tag zu haben. Ja, ich sag mal bis auf Freitag, da könnte noch ein 4. dazwischen kommen, je nachdem wie lustig wir sind, wo wir gerade sind. Aber ich das wirklich entspannt angehen wollte, und ich freue mich einfach auf die Menschen, auf die Begegnungen und natürlich auch ein bisschen auf das Filmen. Ich versuche dann auf jeden Fall auch gleich für die Woche jetzt spätestens am Donnerstag dann das Video online zu stellen. Ich habe ja Montag auch noch Urlaub, und da hoffe ich ein bisschen Zeit und Muße zu haben, was zu schneiden. Das ist ja bei den Messevlogs immer nicht ganz so einfach. Ich weiß jetzt ja auch noch nicht so richtig, was man da draußen ein bisschen macht. Vielleicht wollt ihr auch einfach was Spezielles sehen. Ja, da ist jetzt die Frage theoretisch zu spät, aber wir werden jetzt einfach mal gucken, was am Ende rauskommt. Vielleicht wird es auch wirklich nur ein kleiner Clip mit einfach ein paar Szenen, mit ein paar Autorenfotos und Erzählungen, und aber könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch da vielleicht interessiert. Theoretisch ist es, bis ich es aber lese, zu spät, weil dann ist die Messe vorbei. Ja, manchmal bin ich auch komisch mit meiner Zukunft, Steffi, aber... ansonsten habe ich in dieser Woche neben der 4. Staffel von Game of Thrones auch 3,5 Bücher gelesen. Das halbe Buch aus der Vorwoche wurde beendet. Und ich habe, wie gesagt, auch die 4. Staffel von Game of Thrones gesehen. Dazu werde ich auch wieder ein bisschen was erzählen. Und ich habe am Ende auch noch ein Thema bezüglich Hörbuch hören versus Buch lesen. Da hat Paddy einen ganz spannenden Instagram-Post gemacht, wo ich einfach auch kurz was dazu sagen möchte. Aber wir starten wieder chronologisch mit den Büchern der Woche. Das erste Buch der Woche war Der Mann, der Sherlock Holmes tötete, von Graham Moore. Ein Buch, was mich total angesprochen hat, natürlich wegen Sherlock Holmes, gar keine Frage. Und einer Geschichte, die auf 2 Zeitebenen spielt. Und da hat das Buch im Grunde schon alles Spannende für mich enthalten, weswegen es einziehen durfte. Dann habe ich gelesen den zweiten Teil einer Reihe von Alan McCoy alias Elvira Zeisler. Buch Traumküsse, verliebt in Silver Creek. Hier hat mir der erste Teil, ich glaube, im letzten Jahr gut gefallen, und aus dem Grund durfte jetzt auch der zweite Teil bei mir einziehen und ich ein bisschen in romantische Stimmung sozusagen kommen. Dann das halbe Buch der Woche ist auch das Hörbuch der Woche, und zwar Der Drachenbeinthron, der erste Teil von Ted Williams, habe ich diese Woche beendet, habe ich jetzt 2 Wochen dran gehört, weil es, glaube ich, mit 30 Stunden, ich kann mir das einfach nicht merken. Wisst ihr, wie das ist? Manchmal, man schreibt was auf und es ist aus den Gedanken raus und man kann es dann theoretisch auch nur noch ablesen, weil man es einfach nicht mehr weiß. Also mir geht das öfter mal so. Ja, das ist auf jeden Fall das Hörbuch der Woche. Und ich habe am Wochenende gelesen The Ending von Ian Reid. Ein Psychothriller, auf den ich ja irgendwie gekommen bin, weil ich den öfter jetzt auf Bookstagram gesehen hatte und dann auch 3 Freunde parallel davon sprachen und sehr unterschiedlich davon sprachen. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass ihn Phil gelesen hat. Und dann war ich irgendwie infiziert und musste ihn auch lesen, und das habe ich an diesem Wochenende gemacht. Ja, aber wir starten mit Der Mann, der Sherlock Holmes tötete, von Graham Moore. Das ist ein Drehbuchautor und Schriftsteller, hat sogar ein
einen Oscar bekommen für das Drehbuch zu The Imitation Game, was ja mit Benedict Cumberbatch ein wirklich ganz, ganz toller Film war, den ich trotz meiner Zweiten Weltkriegssperre sozusagen angesehen und abgöttisch geliebt habe. Insofern man bei diesem Thema, es geht ja hier um die Verschlüsselung oder Entschlüsselung der Enigma, und wir haben hier ja noch ganz viele andere Komponente zu der Geschichte, die ich wirklich wahnsinnig gut rübergebracht fand. Und ich bin einfach ein Fan von Benedict Cumberbatch. Und ja, zudem mischt der Autor wohl immer wieder Fiktion mit historischen Personen bzw. Gegebenheiten. Also erinnert ein bisschen an Dan Brown oder auch an Robert Harris und selbst an Dan Simmons, die ja das Historische hernehmen und daraus so eine Was-wäre-wenn-Variante manchmal spielen. Beziehungsweise bei Dan Brown man ja nicht wirklich immer weiß, was ist wirklich echt und was ist Fiktion. Also ja, man kann überall sagen, es ist Fiktion, aber manchmal ist da eine Fünkchen Wahrheit mit dabei. Da ich ein großer Fan der BBC-Serie Sherlock bin, fand ich natürlich den Klappentext mega. Der Titel hat mich halt angesprochen und zudem war mir auch Graham Moore, wie ich das so ein bisschen nachgelesen habe, den kennst du, von dem hast du schon den ein oder anderen Film gesehen. Ja, die Geschichte spielt auf zwei Zeitebenen. Zumal beginnen wir Ende des 19. Jahrhunderts um 1890. Hier treffen wir auf den Schaffer von Sherlock Holmes, auf Arthur Conan Doyle, der keine Lust mehr auf Sherlock Holmes hat. Er findet, dass sein erfundener Charakter viel zu viel im Leben der Londoner umherspukt. Er hat keinen Bock mehr auf diese Geschichten, auf diese Rätsel, auf die Lösungen. Ständig wird er auch mit Sherlock Holmes irgendwie in Verbindung gebracht und ihn nervt das. Und er überlegt eben, Sherlock Holmes töten zu lassen. Also im Grunde tötet er ihn ja selbst. Und die Faszination, was mich an dieser Zeitebene interessiert, war, dass das ja tatsächlich so war. Arthur Conan Doyle hatte tatsächlich irgendwann mal keinen Bock mehr und hat deswegen ja auch Sherlock Holmes getötet oder töten lassen. Es klingt immer so komisch, aber er hat ihn getötet. Allerdings versucht er bei einem Fall, wo es um Mord an zwei Frauen geht, ein bisschen wie Holmes zu denken, denn eigentlich ist er ja selbst Arthur. Also Arthur Conan Doyle ist ja Sherlock Holmes und versucht eben, als er in diese Frauenmorde hineingezogen wird, so ein bisschen zu ermitteln, wie es Sherlock getan hätte. Denn für die damalige Zeit war ja die Polizeiarbeit auch noch etwas ganz anderes. Wer sich damit historisch ein bisschen beschäftigt, weiß, dass ja tatsächlich Arthur Conan Doyle hier versucht hat, im Grunde dieses etwas zu analysieren, als erstes irgendwie festgehalten hat und auch die Hinweise an die Polizei gegeben hat. So funktioniert das, an einen Tatort zu gehen. Wir treffen in dieser Zeitebene zum Beispiel auch Bram Stoker, der ja der Schaffer von Dracula ist, und das fand ich mega cool. Also diesen historischen Zeitverlauf fand ich mega interessant. Gleichzeitig sind wir jetzt in 2010, glaube ich, hier treffen wir auf Harold, der eigentlich in Los Angeles wohnt und als freischaffender Literaturwissenschaftler arbeitet. So wird der Schuh draus. Und er gehört einer Gruppe an, den Baker Street Irregulars, die sich absolut fanatisch um Sherlock Holmes drehen, die Fälle auseinandernehmen, die alles Mögliche über Arthur Conan Doyle herausfinden wollen. Und das ist eine weltweit führende Vereinigung, die sich eben diesen ganzen Studien sozusagen zu Sherlock Holmes auch verschrien hat. Und er wird da aufgenommen als eines der jüngsten Mitglieder, und es soll wohl eins der Mitglieder jetzt das verschollene Tagebuch von Arthur Conan Doyle gefunden haben. Und der Finder wird allerdings, bevor er das Tagebuch übergeben kann, tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Und so geht im Grunde auch Harold auf die Suche nach diesem Tagebuch, beziehungsweise was könnte darin stehen, denn Arthur Conan Doyle war ein besessener Tagebuchschreiber, bis auf eben dieses eine Tagebuch, was eben verschollen ist. Und so geht er im Grunde auch an diese Mordsache heran und denkt sich ein bisschen in Sherlock Holmes und wie könnten diese Fälle irgendwie zueinander kommen. Und ihr merkt schon, dass ich wirklich sehr angetan bin von dieser Geschichte. Ich fand die in der Vergangenheit liegende Geschichte super spannend. Man erfährt ein bisschen mehr über Arthur Conan Doyle. Es ist auch manches, ich habe auch ein bisschen rumgegoogelt und auf Wikipedia gesucht, vieles ist tatsächlich einfach genauso passiert und vieles Mysteriöses ist tatsächlich heute auch noch mysteriös. Also es ist für mich gut recherchiert. Er hat das super gut rübergebracht. Es ist spannend, es ist packend und dieser Perspektivwechsel dann in unsere Zeit, wenn man so möchte, ist einfach absolut toll gelungen.
Mir hat es Spaß gemacht, sowohl den einen wie den anderen Fall irgendwie zu lösen, dahinter zu kommen, was könnte da passieren. Es ist ein spannungsaufbauender Stil, der einen wirklich packt, fesselt und man kann auch sich einfach die Zeiten unglaublich gut vorstellen, sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart, und es macht einfach unglaublichen Spaß, in diese Zeiten einzutauchen. Auch diese erzählerische Zeitreise hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte es, dass man sich die damalige End-1900er Zeit vorstellen konnte. Allerdings muss ich ehrlich sagen, mein Kritikpunkt da ist so ein bisschen, dass ich mir auch sprachlich ein bisschen einen Unterschied gewünscht hätte. Also ich hätte mir eine Absetzung gewünscht zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, eben was auch sprachlich angeht. Denn Arthur Conan Doyle war doch ein bisschen moderner und Harold ein bisschen vergänglicher sozusagen. Und so trifft man sich wohl irgendwo in der Mitte. Ich hätte mir aber so ein bisschen markantere Unterschiede gewünscht. Das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt, weil die Ausdrucksweise 1900 einfach doch eine andere war. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von Krimis und von wir gehen auf der Suche nach einem Täter. Aber die Mischung hier, dass wir eben so dieses Zeitreise haben, also für uns als Leser dieses Historische, diese Krimi-Fälle, alles ein bisschen gespickt, auch mit Thriller, das hat mir unglaublich gut gefallen. Zudem ist das auch ein sehr schnell erzählter Krimi, wo viel passiert und auch so ein bisschen in Sherlock-Manie, nenne ich es jetzt auch einfach mal, einfach so ein bisschen diese Spannung einfach gehalten wird. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Man muss nicht der größte Sherlock-Holmes-Kenner sein. Ich kenne jetzt auch keine der Geschichten von Arthur Conan Doyle, ich kenne wirklich nur die Serie. Und dennoch bin ich wunderbar reingekommen, dazugekommen, habe mir manches einfach ein bisschen auch selbst recherchiert. Ich mag das, wenn man einfach mal ein bisschen Wikipedia befragt und dann wirklich so Parallelen zum wahren Leben herausfindet. Mir hat das großen Spaß gemacht. Mir hat die Auflösung gut gefallen, mir hat der Weg dahin gefallen. Ich hatte wirklich Spaß an diesem Buch und kann es wirklich nur empfehlen an alle, die ja gerne auch vielleicht wirklich Krimis lesen, mit so diesem historischen Faktor auf zwei Zeitebenen, die das ein bisschen rasanter mögen, die auch was mit Sherlock Holmes anfangen können. Ich glaube, das muss man ein bisschen, dass man so die ein oder andere Anspielung versteht und auch vielleicht tatsächlich, dass man Arthur Conan Doyle ein bisschen besser verstehen kann, muss man so diesen, ja, Sherlock Holmes einfach kennen und was ihn so antrieb, das alles so zu machen, wie er es tat. Hat mir unglaublich gut gefallen. Wie gesagt, ich würde den Punkt so ein bisschen abzugeben, weil mir einfach die beiden Zeitebenen zu ähnlich waren vom erzählerischen Stil und ich mir da gerne einfach so ein bisschen, ja, einfach einen Unterschied gewünscht hätte. Aber sprachlich wirklich toll. Ich finde, Graham Moore kann absolut schreiben und ich muss mal gucken, ob es von dem noch irgendwie ein anderes Buch gibt, weil das wäre auf jeden Fall was ich mir dann auch zulegen würde. Ja, dann wurde es ein bisschen romantisch bei mir, einfach im Sinne von, ich lese, habe einen Krimi gelesen, ich lese gerade High Fantasy, ich schaue brutalste High Fantasy à la Game of Thrones, ich habe was fürs Herz gebraucht und habe zu Buchtraumküsse gegriffen, verliebt in Silver Creek von Alan McCoy. Alan McCoy ist das Pseudonym von Elvira Zeisler, unter dem sie eben Liebesromane schreibt. Das ist der zweite Teil der Silver Creek-Reihe, der erste Teil war Schneesturmküsse. Und den habe ich, glaube ich, im letzten Jahr gelesen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wann, aber wahrscheinlich auch eher so im Herbst und Winter. Und ich habe letztes Jahr nach der Buchmesse auch diese Alaska-Reihe von ihr begonnen, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und so war ich mega gespannt, was einen so coolen Titel hat. Da taucht ein Buch auf, da ahnt man schon, okay, es hat was auf jeden Fall mit dem Bücherherz zu tun. Man kann beide Geschichten getrennt voneinander lesen. Man trifft jetzt aber in dem zweiten Teil natürlich Charaktere aus dem ersten, aber man muss nicht wissen, was im ersten Teil passiert. Das ergibt sich so ein bisschen aus der Geschichte. Man muss die Details im Grunde jetzt nicht wissen. Man kommt auch gut ohne diese Details aus. Also das nur vorab. Wer jetzt vielleicht Lust auf dieses Buch hat, aber nicht aufs erste, der kann das ganz unabhängig voneinander lesen. Ja, wir kehren im Grunde zurück nach Silver Creek, was ja ein kleines Städtchen ist, mit richtig viel Herz und Charme und in dem ich mich direkt auch wieder wohlgefühlt habe. Wir treffen auf Annie, eine junge Frau, die sich von ihrem Verlobten trennt, kurz vor der Hochzeit, weil sie einfach irgendwie spürt, ja, das ist nicht das Leben, was sie sich vorstellt. Das ist auch nicht der Mann ihres Herzens und wirft auch gleichzeitig ihren Job in der Versicherung nieder, was gleich beim zukünftigen Schwiegervater gewesen wäre, weil auch das sie eigentlich einengt, denn sie hat irgendwas mit Literatur studiert und merkt einfach, dass das nicht das Leben ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie flüchtet zu ihrer Schwester Beth nach Silver Creek, die dort jetzt im Grunde
ja, jetzt könnte man den ersten Teil spoilern, also die da auf jeden Fall noch lebt. Und ja, zieht da auch erstmal mit ein, sucht dann aber doch so ein bisschen den Job und sagt sich, ja Mensch, so ein paar Wochen kann ich ja vielleicht hier bleiben und erfährt dann von der ja, Stadt, Drahtstante sozusagen, dass der Buchhändler vor Ort im Grunde eine Aushilfe sucht und dort trifft sie dann auf den Besitzer Mr. Ward, ja, um den sich so manche Mythen ranken, unter anderem ja, wird vermutet, weil er nicht an Frauen interessiert ist, dass er eben ja, vielleicht auf Männer steht und ja, mit diesem Gefühl kann sie sich aber relativ offen mit ihm auch unterhalten und ja, es ist so ein bisschen eine Wellenlänge zwischen den beiden da und ja, allerdings kriselt es in der Buchhandlung, denn ja, der Online-Markt nimmt zu, zudem ist es ja ein kleines Dörfchen. Wie bekommt man hier einfach mehr Geschäft rein? Man hat natürlich hier Irrungen und Wirrungen, die wir so ein bisschen lösen können. Es ist eine sehr schöne, kurzweilige Liebesgeschichte, die für mich einen sehr modernen Schreibstil hat. Also es ist wirklich ja, so wie aus dem Leben gegriffen, was ich einfach an Liebesgeschichten immer wieder gerne mag. Man hat so das Gefühl, man ist mit dabei, man sieht Silver Creek förmlich vor sich, man sieht die Buchhandlung, man sieht Annie, man sieht die Aktionen, man lebt da so ein bisschen mit, man ist da so ein bisschen gebannt sozusagen, was passiert. Ich mochte auch Annie als Charakter ganz gerne. Ich finde aber die Nebencharaktere hier sowieso am großartigsten. Also die haben wirklich, man hat ein Bild vor Augen, die sind tiefgründig erzählt, die sind nicht einfach nur Randfiguren, sondern tun auch was für die Geschichte. Der Stil ist einfach locker und flüssig und leicht und modern und man kann sich das alles unglaublich gut vorstellen und man ist einfach so mitten in Silver Creek. Ich muss ehrlich sagen, dass mir manche Irrung manchmal doch ja, zu schnell erkennbar war, wo ich so dachte, Mensch, und dafür braucht man jetzt gefühlt noch ein halbes Buch, bis diese Irrung aufgelöst wird. Und auch gerade am Ende kommt es zu einer Wendung, die mir persönlich too much war und die ich gar nicht gebraucht hätte für die Geschichte. Also das hat eine Wendung genommen, wo ich dachte, warum kommt das jetzt so gefühlt am letzten Viertel? Ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte mich lieber noch so ein bisschen auf ein oder anderes Thema vorher so ein bisschen konzentriert. Für mich hat sich die Autorin da so ein bisschen verloren. Aber es war eine tolle Liebesgeschichte. Also ich muss es echt sagen, mir hat es super gut gefallen. Auch hier haben wir wieder eine Self-Publisherin, die mir Spaß macht, die mir Freude bringt. Und es ist jetzt auch schon das dritte Buch in Liebesromanform von ihr, was ich wirklich schön finde und auch so wieder so einen Wohlfühlmoment habe. Und das Ende hätte für mich, wie gesagt, ein bisschen anders sein können, wobei das eigentliche Ende dann schon so meinem Wunsch entsprochen hat. Aber so diese Wendung hätte ich persönlich nicht gebraucht. Da hätte man gefühlt noch eine ganz eigene Geschichte wieder draus spinnen können. Aber es war einfach schön. Silver Creek macht einfach Spaß, man hat da so eine Herzenswärme und auch Annie, die war so euphorisch in diesem Buchladen und es ist so eine Buchliebhaberin und da erkennt man sich dann eben selbst, wenn sich da über Jane Austen zum Beispiel ausgetauscht wird, das finde ich so großartig, weil man kennt die Bücher auch, man kennt die Autorin und man weiß, wovon die sprechen und das fand ich einfach ganz toll gewählt und hat mir wirklich Spaß gemacht. Auch hier so einen kleinen Punkt Abzug, weil die eine Wendung mir einfach zu viel des Guten waren und eben auch so die Irrungen und Wirrungen gefühlt für mich zu früh schon greifbar waren, dass die sich anders auflösen. Aber vielleicht ging es auch nur mir so. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, kann ich jetzt natürlich nur so für mich sprechen. Mir hat es gefallen, mir hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, ob es noch einen dritten Teil in Silver Creek geben wird. Und ja, würde mich auf den auf jeden Fall auch freuen. Ich kann euch die Reihe wirklich nur empfehlen. Wenn ihr solche Bücher gerne lest, dann greift da einfach mal zu. Das halbe Buch der Woche ist dann auch das dritte Buch der Woche und das Hörbuch der Woche. Das ist Der Drachenbeinthron von Ted Williams. Es ist der Auftakt einer vierteiligen Reihe und ist das ja in der Reihe Das Geheimnis der großen Schwerter, was schon echt sehr cool klingt. Es hat knapp 970 Seiten, hat eine Hörzeit von, ich glaube, 36 Stunden, waren bei mir, glaube ich, knapp 20. Ein Hörbuch, das ich so auf 1,8 ungefähr gehört habe. Sprecher ist Andreas Fröhlich und ja, Andreas Fröhlich ist die Synchronstimme von Edward Norton zum Beispiel oder auch von Gollum beim Hobbit. Also sehr cool, sich von Gollum, also ja, Gollum ist natürlich nochmal eine andere Tonart, na, aber sich von Edward Norton eine Geschichte vorlesen zu lassen, hat mir gut gefallen. Ich habe, glaube ich, noch bewusst kein Hörbuch von Andreas Fröhlich vertont gehört. Das hat mir aber wirklich Spaß gemacht. Ja, ein Auftakt einer High-Fantasy-Reihe, die angeblich George R. R. Martin dazu inspiriert hat, das Lied von Eis und Feuer zu schreiben. Und ja,
Das kann man absolut so unterschreiben. Man kann den Zusammenhang irgendwie verstehen, auch wenn die Geschichten natürlich ganz anders sind. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ein sehr großer Erzählstrang und ich überlege mir jetzt schon so ein, zwei Tage, was kann ich euch eigentlich zu der Geschichte erzählen? Was ja ergibt irgendwie Sinn für 970 Seiten. Und ich muss echt sagen, ich tue mir da ein bisschen schwer. Ja, wir treffen auf Simon. Wir sind in einer High-Fantasy-Welt, die so ein bisschen mittelalterlich auch angehaucht ist. Und der ist ein Küchenjunge, der allerlei Aufgaben für Rachel, seinen Drachen, erledigt. Der Drachen ist im Grunde die Hausmagd, die Oberhausmagd. Und die nennt er eben liebevoll Drachen. Seine Eltern sind tot und er möchte ja die Arbeit des Professors erlernen und erfährt von diesen eben auch das ein oder andere Geheimnis. Und erfährt eben auch ein Geheimnis, beziehungsweise beobachtet er etwas, woraufhin er dann auch flüchten muss. Gleichzeitig haben wir die Geschichte von König Johann, der im Sterben liegt und der herrschte über viele, viele Jahre über das Reich der Menschen. Und ja, als er dann im Grunde stirbt, entbrannt der Kampf unter seinen Söhnen Elias und Josua. Und sein Sohn Elias übernimmt erstmal die Krone, doch hat dieser überhaupt nichts Gutes im Sinn. Allerlei Intrigen sind so vorprogrammiert und auch nicht unbedingt die Nettigkeiten zum Volk. Der zweite Prinz Josua verschwindet, weil er seinem Bruder doch ein bisschen kritischer gegenüberstand und haben hier auch einen sehr zwieträchtigen Berater des Königs, der wohl auch so ein bisschen was mit dem bösen Treiben zu tun hat. Und Simon wird in dieses Intrigen- und Machtspiel so ein bisschen hineingezogen, muss aus diesen Gründen dann eben auch fliehen und trifft auf seiner Flucht zum Glück so das ein oder andere Geschöpf, unter anderem Binnabig, den Namen musste ich mir auch mal raussuchen, wie der geschrieben wird, einen Zwerg, der ja auch so ein bisschen zum Freund und Reisebegleiter wird. Und auf dieser Reise begleiten wir jetzt Simon, beziehungsweise erfahren dann natürlich auch so ein bisschen, was im Königshaus vor sich geht, was mit dem anderen Prinzen Josua los ist. Und das ist so der erste Teil der Geschichte. Wir sind auf der Flucht. das sind natürlich jetzt nicht über 970 Seiten Flucht, aber es gibt da natürlich so die ein oder andere Wendung, die dann aber schon zu viel erzählen würde. Ich habe mir sehr schwer mit dem Einstieg getan. Also es waren bestimmt, ich würde jetzt mal sagen, 3-4 Stunden des Hörens. Also wirklich so 100, 150 Seiten umgerechnet, bis ich in dieser Geschichte so ein bisschen drin war. Es war sehr zäh, es war langatmig, es waren viel zu viele Namen, viel zu viele Beschreibungen. Es hat irgendwann mich so gelangweilt, dass der Geist auch einfach mal auf Reisen ging und man aber nach 5 Minuten immer noch nicht dachte, ich glaube, ich habe jetzt nichts verpasst. Als man dann aber so drin war und es erzählt wurde, wurde es dann im Grunde auch spannend und dann sieht man auch die Welt irgendwann vor Augen. Also bei mir ist wirklich ein Film mit abgelaufen über dieses Ostenart, über diese Welt, über all die Steine, die irgendwo lagen, die Bäume, die Städte, die Menschen, die Geschöpfe. Irgendwann ist da ein Film gelaufen, der wirklich toll war. Also es wurde einfach sehr viel darüber erzählt und hier muss ich jeden vorwarnen, der schon sagt, Mensch, J.R.R. Tolkien hat dazu geneigt, sehr viel und ausführlich Blätter von Bäumen zu beschreiben. Ich finde, Ted Williams toppt das noch und das war mir manchmal zu viel. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn ständig die gleichen Häuser, die gleichen Menschen, die gleichen Geschöpfe beschrieben werden, das sehr ausführlich, es ist dann manchmal einfach ein bisschen anstrengend. Es ist viel geschehen auf diesen fast 1000 Seiten. Allerdings war vieles auch so ein bisschen vorhersehbar. Also wenn man schon ein bisschen High Fantasy gelesen hat, dann ahnt man, wo es irgendwie hingeht. Man hat auch eben einfach so das Gefühl, dass man die Entwicklung so ein bisschen nachvollziehen kann, beziehungsweise eben auch schon erahnt, in welche Richtung es geht. Es gab natürlich auch überraschende Momente, gar keine Frage, denn es war eben doch immer mal wieder packend und spannend und hat mich sehr mitgerissen und man war so in der Geschichte drin. Es gab eben durchaus eben auch einfach Längen im Mittelteil, wo man so dachte, dann passierte mal wieder was. Zudem waren auch die Dialoge sehr angenehm zu lesen. Es war sehr zeitgemäß, wie ich fand. Hat mir gut gefallen. Man trifft auch auf viele bekannte Wesen wie Zwerge, Elfen und auch Riesen. Es gibt aber eben auch so andere Kreaturen, die Ted Williams erschaffen hat, die ich super schön fand, die ich spannend fand und die ich auch wirklich interessant fand. Mir hat das Hören viel Spaß gemacht. Ich glaube, im Lesen wäre ich wohl nicht so weit gekommen. Das muss ich ganz klar sagen. Es war eben an mancher Stelle einfach zu viel der Details.
bin jetzt auch schon so, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich werde auch auf jeden Fall den zweiten Teil hören. Jetzt nicht unbedingt gleich im April, aber ich denke mir so, jeden zweiten Monat könnte ich mir das einfach vorstellen. Ich brauche ja auch immer mal noch so ein Guthaben für das Hören, beziehungsweise habe ich ja das Buch jetzt als Rezensionsexemplar bekommen. Ich fand, dass die Idee auch wirklich sehr cool und spannend war. Es ist schon mal was Innovatives, anderes mit drin, was einen schon so ein bisschen, also das Buch ist ja auch schon ein bisschen älter, aber wo man einfach merkt, ja, der hat sich da echt noch was einfallen lassen. Und das, wo manche Geschichten einfach aufgrund seiner Bücher ja schon Inspiration fanden. Ich möchte damit jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie einen direkten Vergleich zum Das Lied von Eis und Feuer gibt. Das ist für mich nicht der Fall. Ja, Intrigen und Machtspielchen, aber das ist ja was, was man auch einfach aus dem echten Mittelalter zum Beispiel einfach beziehen kann. Und dazu muss man gar keinen anderen High-Fantasy-Roman lesen. Auch so eine lange Reise, so eine Flucht. Natürlich kann man auch sagen, Tolkien hat seine Gefährten ja auch schon umhertreiben lassen. Es gibt natürlich irgendwie so Parallelen, wer hat was von wem, vielleicht sich irgendwie inspirieren lassen, aber das ist für mich so ein bisschen sekundär. Also ich bin einfach fasziniert schon von dem Stil von Ted Williams, weil er ist schon sehr ausführlich, auch sehr aussagekräftig. Gleichzeitig gibt es aber die manchen Längen, wo man wirklich mal so eine Viertelstunde denkt oder eine halbe Stunde und manchmal auch die Gedanken abschweifen und man aber nichts verpasst hat, so gefühlt. Das ist so ein bisschen ungreifbar gerade für mich, weil ich die Idee einfach spannend fand, interessant finde, weiterlesen möchte, wie es weitergeht, aber ich gleichzeitig so ein bisschen Befürchtung habe, dass eben durchaus durch diese vierteilige Reihe, wo manches durchaus hätte gekürzt werden können, besonders die vierfachen Erzählungen, wie irgendwas aussieht, das finde ich wirklich auch anstrengend beim Hören, wo ich mir denke, Mensch, hoffentlich hat man das nicht einfach nur künstlich in die Länge gezogen. Aber ich bin neugierig und ich gebe dem zweiten Band auf jeden Fall eine Chance, weil er mir eben der erste Teil auch gut gefallen hat. Also es ist wirklich ein Buch, wo ich sage, wenn jemand High Fantasy affin ist, da eine Begeisterung für hat, sich da reinlesen möchte, ihn auch 1000 Seiten nicht abschrecken, der sollte das unbedingt lesen und sollte auch über die ein oder andere Länge und den etwas verwirrenden Start hinwegsehen, weil es kommt dann was Spannendes, Packendes, Mitreißendes, Neuartiges und es wird einfach eine Geschichte erzählt, die erzählt werden muss. Und ja, das fand ich einfach großartig. Also das kann ich dazu nur sagen. Ich werde, denke ich, nicht das letzte Mal von dieser Reihe was erzählen. Es fällt mir nur so ein bisschen schwer, ein bisschen mehr zu der Geschichte zu erzählen, weil sie sich natürlich über 1000 Seiten erstreckt und es ja auch nur der Auftakt einer Reihe ist. Also man noch gar nicht so richtig weiß, welchen Weg wird sie nehmen. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig, da was zu sagen, ohne zu viel zu erzählen. Und so geht es mir auch beim nächsten Buch, The Ending von Ian Reid. Ein Buch, das, glaube ich, 2017 herauskam. Ein nettes, geborgenes Buch eines lieben Freundes, der das auch gelesen hat. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Buch. Nicht nur in den Rezensionen auf Amazon, auch in meinem Freundeskreis. Ich glaube, 4 Leser, 3 Meinungen. Zudem habe ich es eben auch auf Bookstagram des Öfteren gesehen und auch bei Phil zum Beispiel hat er in seinem vorletzten Video davon erzählt. Und ich war einfach neugierig. Ich muss das ganz klar sagen, es hat mich irgendwie angesprochen vom kleinen, nichts großsagenden Klappentext darüber, dass es mal wieder eine andere Art Psychothriller sein soll. Und ich muss auch tatsächlich sagen, es ist hier schwierig, irgendwas zu erzählen, denn man darf eigentlich gar nicht zu viel über dieses Buch erzählen. Ich finde fast schon, dass der Klappentext zu viel des Guten ist. Wir erleben hier die Geschichte aus dem Blick einer Frau, die zusammen mit ihrem aktuellen Freund Jake zu seinen Eltern fährt. Und er lebt wohl recht ländlich und sie erleben so hier die winterliche Weite von Kanada. Sie sitzen in einem Auto, sie fahren dahin, es wird dann auch schon mal dunkel. Wir erfahren so ihre Gedanken zu dieser Beziehung, wie sie sich kennengelernt haben, wie die Beziehung so vonstatten ging. Auch, dass sie sich irgendwie mit so manchen Gedanken trägt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier hinten drauf steht. Nein, ich glaube nicht. Ja, es gibt so ein paar Geheimnisse zwischen beiden, unter anderem ja verschweigt sie auch, dass es irgendwie komische Anrufe gibt. Wir erfahren auch so nicht richtig, ja, warum sie das eigentlich verschweigt und ja, dann passieren eben so Dinge, die subtil unheimlich sind. Ich drücke es jetzt einfach mal so aus. Und ich möchte gar nicht mehr erzählen, weil ich glaube, viel mehr steht da hinten gar nicht.
Ja, also doch, dass sie den Stalker vor Jake geheim hält und warum er nur so wenig von sich preisgibt und das junge Paar steuert unaufhaltsam in die Katastrophe. Das finde ich fast ein bisschen zu viel, weil das ist eine Katastrophe, klingt für mich irgendwie, oder bricht ein Erdbeben aus oder ein Vulkan oder Feuer. Das ist nicht der Fall. Also ja, es ist ein Psychothriller und ich muss tatsächlich sagen, dass ich den Titel absolut gerechtfertigt finde, denn er macht was im Kopf. Auch nach 2 Nächten des darüber Schlafens habe ich noch keine echte Meinung zu diesem Buch. Und es ist so ein bisschen ähnlich. Das letzte Mal hatte ich dieses Gefühl bei Flugangst 7a von Fitzek, wo ich ja auch gesagt habe, entweder ist es ein Geniestreich, den ich nicht verstanden habe, oder es ist einfach der größte Mist, den ich hier gelesen habe. Und tatsächlich habe ich hier so ein ähnliches Gefühl. Das Buch hat Sogwirkung. Also es hat auch nur, glaube ich, 220 Seiten. Es zieht einen in den Bann. Es passiert gefühlt gar nicht viel zu Beginn, was einen in diese Sogwirkung erklären würde, aber diese Sogwirkung ist vorhanden. Man will weiterlesen, man will wissen, was da passiert und man ist irgendwie schon angefixt von dieser Geschichte. Es sind sehr kurze und knappe Sätze, dennoch ist das unglaublich atmosphärisch. Also allein die Zeit, als wir im Auto sitzen und wir nur ihren Gedanken lauschen, den Dialogen lauschen, der Musik im Auto lauschen, das hat irgendwie Atmosphäre, die ich sehr, sehr spannend fand. Ich mochte auch die vielen philosophischen und psychologischen Fragen, die sich beide sozusagen gestellt haben, indem sie das in einem Dialog taten oder sich auch wirklich darüber ausgefragt haben. Diese Gedankenspiele dieser beiden Protas fand ich mega interessant. Das hat mir echt Spaß und Freude gemacht, hatte aber gleichzeitig auch wieder so etwas Unheimliches, über was die beiden sich eigentlich unterhalten. Auch das Ende, ja, das ließ mich verwirrt und fragend zurück. Also ich, wie gesagt, habe jetzt 2 Nächte drüber geschlafen und kann, also heute ist Dienstag und kann noch nicht so richtig greifen, ob ich das jetzt grandios fand oder ich denke, was für ein sinnloses Buch. Also es ist wirklich, also es ist total faszinierend, dass man sich diese Frage eigentlich so im Kopf stellt. Es hat absolute Sogwirkung. Es ist irgendwie gut geschrieben. Es ist irgendwie spannend, ohne dass wirklich extrem viel Psychomäßiges passiert. Und doch passieren dann aber Dinge, die einen auch irgendwo schockiert zurücklassen. Und diese Mischung, die macht es irgendwie für mich. Also ich kann ihn jetzt nicht empfehlen. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, ich rate jeden davon ab. Ich glaube, dass es stimmungsabhängig ist, dass es menschabhängig ist, ob einem das zusagt oder nicht. Ja, ich bin irgendwie immer noch zwiegespalten. Darf man zwiegespalten sein bei einer Rezension? Ich weiß gerade gar nicht. Muss ich eine Meinung tatsächlich haben, die ich erzähle? Ha, es ist echt schwierig. Also ich habe ihm jetzt, glaube ich, auf Lovely Books 3 Sterne gegeben, weil es für mich auch irgendwie so ein Mittelding ist. Also ja, die Sogwirkung war grandios, aber so die eigentliche Geschichte, ich weiß irgendwie nicht. Und ja, mir fehlen irgendwie die Worte. Ja, es hilft euch jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter. Aber ja, hier heißt ja auch so schön, du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so. Also man hat so ein komisches Gefühl in sich und weiß eigentlich gar nicht, warum. Das ist schon so. Ja, das zum Thema The Ending. Und dass man ja durchaus auch manchmal nicht eine Meinung haben muss, um darüber zu sprechen. Ja. Ja, das waren die Bücher der Woche. Angeguckt habe ich mir die 4. Staffel von Game of Thrones. Ich bin also gut in Time. Wir haben ja jetzt theoretisch nur noch 3 Wochen. Wenn ihr das Video seht, 3 Wochen bis zur 8. Staffel. Ich werde jetzt in der Woche die 5. Staffel hoffentlich noch beenden. Je nachdem, ich habe ja Montag auch noch frei. Wie weit ich eben komme, komme ich. Die Woche hat ja theoretisch auch nur 4 Tage. Freitag früh geht es ja auf die Messe oder ging es. Also ihr wisst, wie ich das meine. Und ja, da wird er nicht ganz so viel mit Serie schauen. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Also das, ne? Und dann da habe ich ja noch gute 3 Wochen für Staffel 6 und 7 und den Rest von Staffel 5. Das finde ich auch absolut gut. Ich bin also in Time. Die 4. Staffel bringt für mich ja einen Charakter hervor, den ich abgöttisch liebe. Er war mir ja auch einen Post auf Instagram sozusagen wert. Ich musste ihm einfach einen Post, ein Bild sozusagen schenken, denn es kommt wirklich einer meiner absoluten Lieblinge aus der Serie und auch aus der Buchreihe. Es kommt Oberyn Martell aus Dorne. Ein Mann, den ich abgöttisch liebe, den ich tough finde, klug finde, mutig finde, der
einfach so ist, wie er ist und dabei so richtig ist und dennoch das Intrigenspiel einfach mitspielen kann. Und ich bin ein absoluter Fan von ihm und auch in der Serie finde ich ihn top getroffen, von Pedro, Name schon wieder vergessen, grandios getroffen, wie ich finde. Und ja, die vierte Staffel wartet ja mit der ein oder anderen Wendung auf. Ich für meinen Teil finde auch die vierte Staffel noch relativ gut in diesem High-Fantasy-atmosphärischer Geschichte. Ich bin ja so der Meinung, ab Staffel 5 und ganz schlimm ab Staffel 6 hat es ja für mich so ein bisschen an dieser Atmosphäre so ein bisschen nachgelassen. Man merkt schon, dass auch Staffel 4 viel schneller erzählt ist, man viel weniger Zeit bekommt, um ja, in diesen Situationen zu verweilen. Ich glaube, man hätte tatsächlich so ab Staffel 3 anfangen müssen, pro Buch zwei Staffeln zu drehen. Ich meine, theoretisch wäre es dann auch egal, ob es 8 Staffeln sind oder 10 Staffeln, hätte gefühlt ja auch keinen Unterschied mehr gemacht. Beziehungsweise, dass man manche Themen durchaus auch ein bisschen switchen kann. Mir gefallen einige Erzählstränge unglaublich gut in dieser Staffel und ich bin da wirklich sehr gefesselt dabei. Also ja, es gibt natürlich hier auch wieder ein, zwei sehr schlimme Dinge, die passieren, die mich auch unglaublich wieder mitgenommen haben und ich merke, dass ich ein bisschen empfindlicher geworden bin. Das ging mir ja schon in Staffel 2 und 3 und 1 und also ich merke schon, dass ich bei manchen einfach jetzt schon weiß, das kommt und ich auch wirklich nicht hingucken kann. Also das ja, finde ich sehr extrem, wo ich wirklich so sprachlos und gefühlsmächtig da sitze und mir denke, oh mein Gott, wie kann ein Mensch das eigentlich irgendwie ertragen? Dennoch freue ich mich aufs Weitergucken und bin natürlich mega gespannt auf Staffel 8, bin sehr gehypt und ja, dazu wird es auf jeden Fall auch noch vorab dann den kleinen Hangout geben. Und dann möchte ich noch kurz ein Thema ansprechen, wirklich nur kurz, das die liebe Paddy heute in einem Instagram-Post veröffentlicht hat. Hier geht es um das Thema Hörbuch hören und ist ein Hörbuch auch ein echtes Buch? Es gab wohl irgendwie irgendwo immer mal wieder Kommentare zum Thema Hörbuch hören. Ja, wenn du es nicht selber hörst, dann hast du es auch nicht gelesen und dann solltest du es auch nicht in der Statistik mit reinzählen und gekürzte Hörbücher sind ja eh doof und keine Ahnung, was da so ein bisschen ist. Auch ich habe das immer mal wieder unter meinen Videos und unter meinen Kommentaren, dass das in einer sehr nicht netten Form, sage ich mal, kommuniziert wird. Und ich mir so denke, gibt es eigentlich irgendwo Regeln und Spielregeln oder Booktube-Regeln, was ich wie in meine Statistik zählen darf? Wer sagt eigentlich, dass ein Hörbuch kein echtes Buch ist? Wenn es dann auch noch darum geht, ja, du hast es ja nicht geleistet, du hast es nicht selbst gelesen, dann frage ich mich, ist das hier wie beim Sport, wo es ums 800-Meter-Rennen geht? Also ich ja, verstehe diese ganze Diskussion immer nicht und Paddy hat dazu wirklich einen coolen Post gemacht, den ich auch in meiner Story geteilt habe. Ich weiß nicht, ob man Instagram-Posts verlinken kann. Ich hoffe einfach mal, dann findet ihr ihn auf jeden Fall unten. Ansonsten packe ich euch Paddy auf jeden Fall in die Infobox, wie auch alle Bücher und Infos. Guckt da mal rein, geht auf ihr Profil und guckt euch das einfach mal an, weil sie für mich absolut aus dem Herzen gesprochen hat, als sie eben gesagt hat, wer das eigentlich festlegt, wer eigentlich so verdrossen sein kann, haben die Menschen eigentlich nichts anderes zu tun, worüber sie sich Gedanken machen können. Und ich fand eben einfach ihren Post so treffend und ich konnte da eigentlich gar nichts weiter dazu sagen, als dass sie einfach für mich nur recht hat. Ob ich Hörbücher in meine Statistik einfließen lasse oder nicht, ob ich die gezählten Seiten, nein, ob ich die gelesenen, gehörten Seiten zähle oder nicht oder was auch immer. Ich frage mich immer, wer darüber eigentlich ein Urteil fällt. Und ja, für mich sind Hörbücher gelesene Bücher, denn in dieser Zeit lese ich nicht, sondern höre ein Buch. Und ja, es ist natürlich etwas anderes, ein Buch zu hören, als zu lesen. Es ist ein anderes Medium, gar keine Frage. Und man kann sich darüber auch noch streiten, ob ja, man es 1:1 zählt oder was auch immer. Aber es ist einfach meine Statistik. Und ja, für mich sind Hörbücher Bücher. Und ich habe jetzt auch schon den ein oder anderen Kommentar darunter so ein bisschen gelesen, dass auch gerade gesagt haben, hey, Leute, die eben so ein bisschen eine Sehschwäche haben, die damit Probleme haben, die sind so dankbar, dass es Hörbücher gibt, dass sie eben Bücher so erleben können und sie könnten sie eben gar nicht selbst lesen. Und von diesem Aspekt habe ich es tatsächlich noch gar nicht so betrachtet, fand ich aber mega spannend. Und auch für mich ist Hörbuchhören einfach eine tolle Alternative zum Lesen.
denn ich kann gefühlt überall auch hören, wo ich nicht lesen kann. Das fängt an beim Bügeln, beim Autofahren, vielleicht sogar beim Spazierengehen, wenn man das möchte, oder eben auch einfach einen ganzen Tag sitze ich vorm PC und lese. Und ich kann abends mich auf meine Couch legen, eine Stunde Hörbuch hören und kann einfach mal meinen Blick schweifen lassen, vielleicht sogar die Augen einfach mal ein bisschen zumachen, meine Katze dabei schmusen, ohne dass sie mir übers Buch läuft. Für mich gibt es so viele Vorteile davon und ich frage mich immer, warum, also man hat manchmal das Gefühl, es wird einem nicht gegönnt, dass man dann dadurch eben ein Buch mehr schafft, insofern das irgendwem eigentlich angeht, was man schafft. Wir sind hier ja nicht bei einem Wettbewerb und ich frage mich immer, hat die Menschheit keine anderen Sorgen? Also ja, ich stimme Paddy einfach in allem zu. Mich würde natürlich auch gerne mal eure Meinung dazu interessieren. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare packen, guckt auch in die Infobox, da findet ihr alle Bücher und eben auch Paddys Instagram-Kanal, wenn ihr das noch nicht kennt. Guckt einfach mal vorbei und schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare eure Meinung so ein bisschen dazu. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch lange genug gequasselt. Die Zeit läuft in meiner Kamera ab. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche. Schreibt mir gerne, welche Bücher ihr in dieser Woche gelesen habt, ob ihr auch gerade im Game of Thrones-Fieber seid, ob ihr euch auch auf Staffel 8 freut. Alles gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch. Alle, die auf der Buchmesse sind, die das Video im Nachgang sehen, vielleicht haben wir uns ja gesehen. Ja, freut euch da auf den Vlog, der da kommt. Und ja, da bin ich jetzt, ich freue mich jetzt einfach schon auf die Messe. Ja, in diesem Sinne danke ich euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.